Ja, moin, meine lieben Meerwasser-Aquaristik-Freunde. Herzlich willkommen hier zu meinem ersten Meerwasser-Aquaristik-Podcast auf YouTube. Ja, ich möchte mich, glaube ich, erstmal gerne vorstellen und euch ein bisschen was von mir erzählen und wie ich zu diesem Becken hier gekommen bin und allgemein zur Meerwasser-Aquaristik. Ja, ich bin Pierre, ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus Hema, aus dem schönen Sauerland. Und ja, wie bin ich zum Meerwasser gekommen? Ganz einfach, ich mache seit über 10 Jahren, betreibe ich jetzt schon Becken in der Aquaristik. Also ich habe mit Süßwasser-Aquaristik angefangen, habe das über 10 Jahre gemacht und habe jetzt vor knapp 1,5 Jahren, sogar ein bisschen länger jetzt, mir das erste Meerwasserbecken geholt, beziehungsweise das Becken habe ich von meinem Schwager übernommen. Da er umgerüstet hat von diesem Becken auf ein 350 Liter Becken, wo er jetzt auch ein Meerwasserbecken betreibt. Ja, wie komme ich jetzt dazu, hier bei YouTube ein Podcast, ein Video dazu zu machen? Inspirieren lassen habe ich mich davon eigentlich von dem Jörg Kokott, also den Sangokai, weil ich es einfach toll finde, wie er die Leute unterstützt und ihnen hilft in der Meerwasseraquaristik, und ich selber gemerkt habe und immer noch merke, da ich sehr viel Probleme mit meinem Becken habe. Aktuell habe ich haufenweise Probleme mit den scheiß Cyanobakterien, die ich mir aber durch meine eigenen Fehler und meine eigene Dummheit reingeholt habe. Und zwar habe ich nämlich den Fehler gemacht, und das möchte ich euch allen nahelegen, wenn ihr ein Meerwasseraquaristikbecken startet. Verfallt nicht gleich in Panik, wenn irgendetwas nicht sofort läuft, wie es sein soll, oder ihr das Gefühl habt, das Becken läuft nicht richtig oder es passiert nichts so, wie ihr es gerne hättet, dass die Korallen sofort öffnen und eure Werte nicht sofort perfekt sind und sowas. Denn ich habe den Fehler gemacht, ich habe mich davon verrückt machen lassen und habe dann angefangen, überall auf YouTube im Internet zu suchen, habe Texte gelesen und mir Mittelchen angeguckt und habe angefangen, alles zu kaufen und rein damit ins Becken. Immer rein damit und in der Hoffnung, das wird schon gut sein, ne? Bakterien etc. pp., Nährstoffe und allem Pipapo. Ja, das war falsch. Denn das Ende vom Lied ist, dass ich jetzt aktuell ein sehr hohen Magnesium- und Kalziumgehalt zum Beispiel habe, weil ich mir einfach Salz zum Beispiel gekauft habe, was sehr hoch konzentriert ist, weil ich dachte, es tut meinen Korallen gut. Die finden das toll, die kriegen viel Nährstoffe, ja, das wird denen schon gefallen und die wachsen dann auch. Ist dem nicht so, denn ich liege jetzt bei einem Magnesiumgehalt mittlerweile, ich habe mir das hier aufgeschrieben, ne, von 2160 Milligramm und Calcium 560. Das ist natürlich viel zu viel. Mein Nitratwert liegt aktuell bei 20 und mein Phosphat bei 0,6. Ich meine, 0,6 war die letzte Messung. Ja, das habe ich natürlich alles dadurch, dass ich zu viel ins Becken reingeknallt habe, Futter und Nährstoffe und mir hochkonzentriertes Salz geholt habe, wo halt viel, viel Magnesium und Kalzium ist, weil ich es einfach nicht wusste. Ich dachte, es wäre gut und habe es gekauft und habe es dann reingemacht. Ja, also wie gesagt, Leute, das möchte ich gleich zu Anfang halt sagen, wenn ihr mit einem Meerwasserbecken anfangt, nicht gleich alles da reinfeuern und denken, es ist gut, denn es ist meistens nicht so. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich denke mal, ich stelle euch einfach mal auch mein Becken vor. Ich hoffe, man sieht das gut. Ich habe jetzt natürlich noch keine richtige Technik für vernünftige Videos, beziehungsweise noch bessere Videos. Kommt natürlich dann alles mit der Zeit, je nachdem, wie euch mein Kanal gefällt und ob ihr mehr sehen wollt. Dementsprechend werde ich dann natürlich auch aufrüsten. Also, zu meinem Becken. Dieses Aquarium ist von Fluval. Das habe ich von meinem Schwager, wie gesagt, damals geschenkt bekommen. Und hatte in diesem Becken vorher auch Süßwasser drin. Ich habe das halt dann vor über 1,5 Jahren umgerüstet auf Meerwasser, als ich mich dann endlich mal getraut habe, damit anzufangen. Es ist ein 200 Liter Becken. 60 tief auf jeden Fall. Die anderen Maße habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall weiß ich, dass es 60 tief ist. Ja, zur Technik. Was kann ich euch dazu sagen? Ich habe aktuell eine Max Spect
eine Razer mit 16.000 Kelvin. Dann habe ich eine Zusatzlampe, eine Deep Blue für zusätzliches Blaulicht. Und dann fahre ich aktuell mit drei Strömungspumpen. Eine seht ihr hier vorne, die andere ist dort hinten in der Ecke und eine ist hier, die aber die Wasseroberfläche mehr beströmt. Dann habe ich einen Oberflächensteamer dran für die Kammhaut, dass die halt nicht so überhand nimmt. Alleine durch meine hohen Nährstoffwerte im Moment und allem drum und dran habe ich halt auch Probleme mit der Kammhaut bekommen, logischerweise. Ja, was habe ich denn alles drin? Also fangen wir mal an hier mit den Korallen so ein bisschen, dass ich euch ein bisschen was erzählen kann, was ich halt da drin habe. Also ich habe mir jetzt hier unten eine Goniopora gekauft. Dann habe ich hier eine Fingerlederkoralle. Ich habe drei Pilzlederkorallen hier drin. Zwei Briareum habe ich da drin. Drei Krustenanemonen. Ja. Zwei Acanthas dreas, ein Fungi, eine Galaxia habe ich drin, Xenien, Kenia-Bäumchen, eine Bartkoralle, das sind so meine Korallen, die ich jetzt aktuell da drin habe. Dann habe ich Clownfische, Schwertgrundeln, also Feuerschwertschwanzgrundeln, ich habe es nicht so mit den Namen im Moment, da muss ich mir mal alles aufschreiben. Dann zwei von diesen blau-gelben Riffbarschen. Ich weiß auch gerade nicht genau, wie die heißen. Ich habe mir das mal irgendwo notiert. Das müsste ich raussuchen. Das können wir aber dann in einem separaten Video irgendwann mal über den Fischbesatz sprechen. Dann natürlich habe ich auch die exakten Namen für euch. Ja, eine Grundel habe ich drin. Mehrere Einsiedlerkrebse. Ein Diademseeigel. Der sitzt auch gerade hier unten drin. Ja, achso, vergessen habe ich bei den Korallen eine Florida-Anemone und eine Quadricolor, eine Kupfer-Anemone, die leider aber aktuell ein bisschen rumzickt und hat halt keinen Bock rauszukommen. Ich gehe mal davon aus, dass es an meinen Werten im Moment liegt, die hohen Nährstoffe und Calcium, Magnesium etc. pp. Meine Salinität ist in Ordnung, das habe ich alles in den Griff bekommen. Ich habe mir extra eine Spindel dafür gekauft von Aka, eine große, weil ich vorher nur mit der Kleine von Sera gearbeitet habe, die aber doch ein wenig ungenau war. Ja, zwei Euphilias habe ich auch drin. Habe ich auch vergessen zu erwähnen. Ja, technikmäßig habe ich dann halt noch einen Heizstab von Eheim drin, einen Tunzeabschäumer, ein digitales Thermometer hier oben. Das sind alles so die Sachen, die ich aktuell in meinem Becken habe. Ich habe kein Technikbecken. Ich habe eine Außenfilterpumpe von Fluval, eine 305er. So steht es zumindest drauf. Ich habe keinen Ablaufschacht oder wie gesagt Technikbecken oder sonstiges. Und ich denke, das klappt trotzdem ganz gut. Hätte ich jetzt natürlich nicht so viel mit den Nährstoffen übertrieben. Aber wie es so halt so ist, ne, man fängt an mit der Meerwasseraquaristik und man macht viele, viele Fehler. Und ja, ich finde, es ist doch ein sehr, sehr komplexes Thema. Denn mein Schwager sagte damals zu mir, ach Pierre, hol dir ein Meerwasseraquarium. So schlimm, wie immer alle sagen, ist das gar nicht. Das ist nicht so schwierig und heutzutage ist es relativ einfach geworden. Finde ich nicht, denn ich habe mittlerweile gemerkt, an meinem Geldbeutel und auch an der Zeit, die ich in dieses Becken schon reingesteckt habe, dass es nicht so einfach ist. Will euch aber keine Angst machen, man kann das super in den Griff kriegen, man kann super ein Meerwasseraquarium betreiben, wenn man sich an gewisse Dinge hält. Und ja, dazu zählt zum Beispiel auch, das habe ich am Anfang nicht gemacht, ich habe mir gedacht so, wofür muss ich mein Wasser testen? Wenn meine Salinität stimmt und die Fische rumschwimmen und die Korallen so weit aufgehen, dann ist ja auch alles in Ordnung. Dann brauche ich auch keine Wassertests. Ja, das war dann natürlich auch verkehrt, ne? Denn dadurch habe ich nicht mitgekriegt, dass mir meine Nährstoffe und alles in den Himmel geschossen sind. Und habe mich natürlich jetzt eines Besseren belehren lassen und habe mir zum Beispiel mehrere Tests geholt. Einen Nitrattest, Phosphat, pH, Magnesium, Calcium, Silikat, KH.
ich habe mir das alles zugelegt in der letzten Zeit und habe angefangen, jetzt mein Wasser regelmäßig zu messen, mir alles hier in meinem Buch zu notieren, und ich kann euch das nur ans Herz legen. Wenn ihr ein gesundes Becken führen wollt, dann macht das auch. Holt euch Tests regelmäßig, notiert euch die Werte, beobachtet, ob sie steigen, sinken, ob ihr sie in den Griff kriegt oder ob sie schon super sind. Und ich denke, dann kann soweit erstmal nichts schief gehen. Ja, was kann ich noch sagen? Der Kanal hier existiert schon etwas länger. Ich hatte damals schon einmal vor, bei YouTube mit Aquaristik anzufangen. Da war ich noch in der Süßwasseraquaristik. Ja, aber dieses hat mich nicht so motiviert, die Süßwasseraquaristik. Es ist auch schön, sind schöne Becken, und es war aber nicht so, dass ich gedacht habe, komm, da brauchen die Leute großartig Hilfe, oder es würde die Leute großartig interessieren, da bei YouTube was zu zeigen. Sicherlich gibt es da die ein oder anderen, die es interessant finden, die schon seit Jahren Süßwasser betreiben. Aber ich glaube, da gibt es auch nichts zu erzählen, was ihr wissen wollt oder was euch hätte helfen können. Denn ich sag mal, zu 95%, wenn man ein Süßwasser-Aquarium betreibt, geht nichts schief, wenn man sich am Anfang so ein bisschen an die Einlaufphase hält, nicht sofort die Fische reinknallt und das Becken schön mit Pflanzen besetzt und auch erstmal am Anfang ein paar Wasserwechsel macht, damit die Biologie ein bisschen in Gange kommt. Deswegen habe ich dann damals dann gesagt, ach komm, braucht man nicht weitermachen, da brauchst du auch nicht bei YouTube irgendwas machen, interessiert sowieso niemanden oder wenige. Aber bei der Meerwasseraquaristik, ich habe jetzt die letzte Zeit halt sehr, sehr, sehr viel selber mir versucht, Wissen anzueignen, habe mir etliche Podcasts und Hausbesuche angeschaut, wo die Aquarien besichtigt werden von den Leuten. Und ich habe gesehen, dass das Thema Cyanobakterien ein ganz, ganz großes Thema ist, weil ich da selber halt Probleme aktuell mit habe. Man sieht das jetzt nicht so schlimm, aber wenn man hier vorsitzt, dann ja, habe ich halt diesen Scheißbelag auf dem Riff und auch auf dem Sand. Ich habe vor kurzem sogar den Bodengrund komplett ausgetauscht, in der Hoffnung, dass mir die Nährstoffwerte ein bisschen runtergehen, weil ich einfach gedacht habe, nach über 1,5 Jahren hat sich wahrscheinlich so viel im Sand angesammelt, da ich den ja auch nicht mit einer Mulmglocke bearbeitet habe von Anfang an. Das war wahrscheinlich auch ein Fehler. Ja, hat nicht viel gebracht. Es ist ein bisschen besser geworden. Also ich hatte vorher viel, viel mehr Belag. Es ist tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Und deswegen, also um zum Thema zurückzukommen, habe ich mir gedacht, fange ich jetzt an, in der Meerwasseraquaristik euch meine Erfahrungen, die ich bis jetzt in den 1,5 Jahren machen konnte, nahezubringen, mitzuteilen und euch vielleicht auch schon Fragen beantworten zu können, wenn ihr etwas wissen wollt, sofern es mein Wissen zulässt. Denn ich sage ja, 1,5 Jahre oder 1 Jahr, 8 Monate ungefähr oder 9 Monate sind es jetzt. Habe ich natürlich auch noch nicht so mega viel Erfahrung. Ich kann euch halt nur meine Erfahrungen erzählen, die ich gemacht habe, wodurch es bei mir besser geworden ist. Und ja, deswegen bin ich jetzt halt auf die Idee gekommen und habe mir gedacht, und durch diesen ganzen Podcast, vor allen Dingen viel von dem Jörg halt, ne, von Sangokai, möchte ich dir auch, wenn du dieses Video vielleicht sehen solltest, wirklich mega, mega danken. Also deine Videos haben mir sehr, sehr weitergeholfen. Sprich, von meiner Maxpect, von der Lampeneinstellung, bis diverse andere Sachen, die ich am Anfang falsch gemacht habe und ich erst durch deine Videos verstanden habe, was ich da eigentlich tue und woher die Fehler vielleicht kommen könnten. Also wie gesagt, Dankeschön dafür. Ich kann euch auch nur empfehlen, schaut euch auch ihm seine Podcasts an, die sind echt super. Und ja, ist mein erstes Video. Ich bin noch ein bisschen nervös, wie gesagt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, was ihr in der nächsten Zeit vielleicht sehen wollt, über die Meerwasseraquaristik, gewisse Themen oder sonstiges, schreibt es mir in die Kommentare rein. Dann können wir da gerne ein Video drüber machen, sofern ich euch dort weiterhelfen kann. Werde ich dann natürlich ein Video machen. Oder wenn ihr noch Fragen habt zu meinem Aquarium oder zu meinen Tieren, die ich habe, können wir gerne Videos machen. Ich werde in der nächsten Zeit auch zwischendurch mal so, wie jetzt schon in meinem Kanal ist, kleine Kurzclips reinmachen, so von meiner Koralle oder von einzelnen Korallen oder von
dem Becken so mal zwischendurch, wenn sich was verändert hat oder wenn vielleicht was gewachsen ist oder wenn auch was scheiße gelaufen ist, werde ich euch das filmen und werde euch dazu kurz was sagen, woran es vielleicht gelegen hat oder auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal an dieser Stelle dieses Video. Wie gesagt, ich danke euch jetzt schon mal fürs Anklicken, fürs Zuschauen. Und wenn euch das gefällt und ihr meinem Kanal unterstützen wollt, logischerweise sagen wir alle, ne, dann dürft ihr gerne den Abo-Button drücken und in den Kommentaren euch verewigen, was ihr in Zukunft vielleicht sehen wollt, was nicht, eure Fragen und alles. Ich werde mir Mühe geben, alles zu beantworten. Seid mir nicht böse, wenn es nicht sofort ist, aber ich werde jetzt das alles natürlich im Auge behalten. Da ich ja jetzt auch mit diesem Kanal starte und der Kanal selbst wird auch noch ein bisschen überarbeitet, eventuell anderes Bild, Thumbnails, bla bla bla. Ich muss mich da noch ein bisschen mit YouTube auseinandersetzen. Ich habe noch nicht so viel mit YouTube gearbeitet und deswegen auch technikmäßig will ich dann gucken, mich steigern. Ich möchte mir dann eine Kamera zulegen, damit wir dann auch halt Nahaufnahmen machen können von dem Aquarium während meiner Videos und ein vernünftiges Schneideprogramm, Videoprogramm möchte ich mir natürlich auch noch zulegen, um die Videos dann auch vernünftig zu schneiden mit Intro oder was auch immer, Übergänge und ja, ne? Ihr kennt das ja alles von anderen Videos mit Sicherheit und ja, bis dahin, ich wünsche euch allen eine schöne Zeit, bleibt alle gesund und wie gesagt, wenn euch das erste Video hier gefallen hat über mein Meerwasser-Aquarium, über mich, ich musste mich ja auch mal vorstellen, damit ihr überhaupt wisst, wer ist das da, der euch da voll labert, ne? Dann lasst mir doch bitte gerne ein Abo da, teilt das Video, wie auch immer, und schreibt in die Kommentare, was ihr gerne noch sehen möchtet in der nächsten Zeit. So Leute, ich bedanke mich recht herzlich und ich wünsche euch allen jetzt gerade einen schönen Abend. Wir haben den 2.3.2022, 18:51 Uhr. Das Video geht gleich hoch. Macht es gut, haut rein und viel Spaß weiter mit euren Aquarien.